Ho ho und herzlich willkommen zur Comic-Con in Dortmund, die heute am 7. Dezember stattfindet. Wir haben Samstag, das Ding ist ausverkauft, volle Bude. Ihr hört es wahrscheinlich schon im Hintergrund und wir sind total aufgeregt. Wir waren gerade eben schon bei so einem Star Wars-Stand mit Lego Star Wars, wo ein riesiges Panorama-Ding aufgebaut gewesen ist. Also wirklich beeindruckend. Haben gerade schon eine Runde Tischkicker, Featuring, Airhockey gespielt. Haus hoch gewonnen. Sind hier eigentlich doch in diesen ganzen Runterrumhallen, haben uns noch gar nicht das Hauptding angeguckt. Haben auch 4 Interviewtermine, wo ich noch mal nicht weiß, ob wir die alle in dieses Video unterbringen werden oder ob wir mehrere Videos draus machen und haben schon jede Menge Material aufgenommen, das, obwohl wir von der Messe noch nichts gesehen haben. Ich bin richtig aufgeregt. Was ich sagen kann, ist, die André-Gesichtserkennung hat sehr gut funktioniert. Also wir haben nirgendwo Karten, nirgendwo Ausweis vorgezeigt. Ich habe nur ihn vor mir hergeschoben, komm, mach, tu und alle kannten ihn. Ist tatsächlich recht lustig. Ich hatte im Vorfeld mit dem Pipo geschrieben, den ich auch diesen Link schicken werde. An der Stelle seist du gegrüßt und nochmal ein dickes, fettes Dankeschön, dass du uns 3 eingeladen hast. Und wir sind zum Presseschalter, sind dann dran, guckt uns an, ach, die Comics-Fans und Perso gezeigt, einfach geht durch, ihr seid drin, wenn ihr morgen nochmal kommen wollt, sagt Bescheid, dann kriegt ihr noch so ein Presseband. Heute sind wir nämlich ohne Presseband am Start, weil nicht genug Pressebänder am Start gewesen sind und demzufolge, wenn wir morgen nochmal kommen wollen, gehen wir zum Schluss nochmal hin. Ich denke mal, das reicht am Vorgeplänkel, wir haben jetzt echt einen vollgestopften Terminkalender und haben so gar keinen Überblick über diese Messe verschafft und ich bin wirklich gespannt wie ein Flitzebogen. Ich wünsche euch und uns viel Spaß. Bitte Impressionen in die Kommentare rein, falls ihr euch für das nächste Messevideo was mehr wünschen würdet oder was anderes wünschen würdet. Wir sind auf dem Gebiet leider noch blutige Anfänger. Unsere erste Comic-Con. Ne? Unsere erste Comic-Con und wie gesagt, wenn ihr Impressionen habt und Verbesserungsvorschläge, bitte unbedingt in die Kommentare rein. Jetzt nehmen wir euch erstmal mit auf die Villa Luzi. Yeah.
ganz links. Sehr gut. Hey ho und herzlich willkommen jetzt hier zu dem kleinen Interview, was sich relativ spontan ergeben hat. Neben mir steht der gute Erik, der Spielzeugdesigner von den Star Wars Figuren ist, die ihr auch schon tonnenweise bei mir auf dem Kanal gesehen habt. Und ihr wisst, es ist der Klassiker, ich spreche kein Englisch, aber Gott sei Dank kann der CD, hat ein bisschen besser in der Schule aufgepasst als ich, deswegen er direkt die Fragen raushauen kann. Und ich denke mal, du fängst das auch direkt an. Yes, but first we would like to know what your occupation is at Hasbro, what you're doing actually. So, I work as a product designer on the Star Wars team. Currently, I'm leading the Black Series, so I'm the designer on the Black Series for Star Wars. So it's our 6-inch collector line. In the past, I worked on some kid lines, so I worked on the 3 3/4 5-point of articulation figures, and then I also worked for about 2 years on vintage collection. Wow. I focused a lot on vehicles in the past, but now I've kind of went more into figures. So now I'm doing. Going towards the figures, I think. Exactly. So, currently I'm working on a lot of the Black Series figures and kind of that line moving forward. Wow. Were you always a Star Wars fan or did you get interested in while you're working? So, I was definitely always a Star Wars fan. I grew up with it. I remember, like, my dad actually used to work on Star Wars back at Kenner. I kind of grew up with it there. And I definitely grew up with, like, the prequels and stuff. And I loved, like, the original trilogy. And my favorite creature of all time is the Rancor. That's the one I love the most. And then I started at Hasbro, and it took on a whole another life of its own. I now am much more of a fan. I have a lot more knowledge on it than I ever did before. So it's definitely grown a lot, and it was kind of nice coming in for room to grow. So like I definitely have a lot more fandom. So you gave a little bit away. Your favorite is the old, so to say, trilogy? Or? Yeah, so it's definitely the one that I like the most overall. There are parts of like the prequels I love, like the Duel of the Fates, Darth Maul. I really like Revenge of the Sith. That's my favorite of the prequels. But yeah, definitely the original trilogy. It's just hard to beat the original trilogy. Like we grew up with it, so exactly. That was a special bond. Yep. Could you tell us, in generally spoken, what is the main difference between the old trilogy, the figures, the designs, and the new ones? Is there a certain kind of thing that's different, a different vibe? So it's a lot of, so like we've seen a lot of the original props from like the original trilogy, and there's definitely a level of, it's just the technology of the time, like the sophistication and the models and stuff that we get currently is insane. So like at least in terms of the craft that goes into these creatures, vehicles, everything, it's on a whole nother level in terms of and especially like back in the original trilogy, a lot of it was found devices and found things that they just like very quickly mocked up into a vehicle. Like they would take like elements, like just found elements, and make them into a vehicle. And it's something that we've been seeing a lot more in like the Mandalorian TV show on Disney Plus, where they're taking kind of found real world kind of just devices and things and turning them into Star Wars props. So that's something that they've been doing a lot more of recently. But yeah, there's with 3D printing, 3D modeling, there's a lot more customization options now. So like we're finding that a lot of the new trilogy vehicles and creatures are a lot more custom because we have just more capabilities to make things custom. So another question. There's the famous early birds package in the old Star Wars line, the Kenner Star Wars line. So my question would be,
when do you start pre-production? So when the new movies come out, or you get is there a timeline where you have to start to produce or to develop figures? Yeah. How soon do you start? So generally speaking, it takes about a year and a half for a figure, for the first time I submit something on a figure, for it to make it to stores. It's about a year and a half. That's generally our timeline. So that's about how long it takes. So generally, if you see something on shelf, it was about a year and a half before that we started on it. How often is it that you are keeper of the secret, so to say? I mean, you have to have some kind of early access to designs or ideas to figures. And, yeah. And how difficult is it to keep these secrets? It's very difficult. Luckily, people have been, especially at the beginning, people were a little bit more like they would just ask anything. People have been a lot more respectful of it, luckily now, about asking questions. So it's difficult because especially when like trailers start coming out and you can start actually talking about it. Like up until the episode 9 trailer came out, I couldn't say anything. And now like the trailer's out, and luckily there are things in the trailer that like we can like talk about and acknowledge, but there's definitely it. Heavy burden. It's a very heavy burden. It's can be very difficult at times, just because it's you know all these cool things and you just can't say anything. That's why I'm like, in 2 weeks when the movie comes out, there a huge weight will be lifted, because all those secrets now are just out because the movie's out. So so we and our viewers would really like to know, apart from Star Wars, where are your interests? Where do you relax your mind? What other pop culture influences do you have? I'm a huge fan of the Marvel. So outside of Star Wars, I'm a huge fan of Marvel and the Marvel Cinematic Universe. And I try to stay as far away from, because like everything gets spoiled for me on Star Wars. So I try to stay as far away from Marvel as I can, so that I can at least like enjoy it and not have everything spoiled for me. So it's a lot of that, a lot of like video games. I play a lot of video games. I draw my free time. So I like to make up my own aliens and stuff. So, I try to do that. I also do some like just fan art of like Marvel stuff and just things I like. I watch a lot of movies and yeah. Are yourself a figure collector, or do you keep it also away from a private life? No, I am a figure collector. I'm a little bit more, restricted. I try to restrict myself on what I collect. So like me and my sister, we exchange like Funko Pops and stuff like that. So that's something that we like to do. And, really like the aesthetic of those. And also I collect a lot of our own stuff. So like a lot of like the stuff that we have, I just every once in a while, like, the heavy infantry Mandalorian that we have down in the booth, it's awesome. It was in one of the recent episodes of The Mandalorian, and like that's one of those figures I will absolutely pick up. And like General Grievous, he's one of my favorite characters, so that's another one. And I try to get the stuff that I make just because I like to at least have it there for like history purposes. So yeah, I definitely do collect. So as a employee, do you have the possibilities to go first on the list when the product is released or something like that? Or do you have to buy it yourself? sometimes we have to buy it ourselves. It really depends on, like, we have a store at Hasbro that, like, we have a lot of our product go to that I'll get it there. And we also, like, order things. And we can also, like, request things. A lot of times, like, I just like going to the store and getting our own stuff. Like, it just kind of depends on how I'm feeling that day. I'm just like, oh, like, I want to be able to get that, because there's something special about getting it from the store as opposed to me just saying like, hey, can I have this? And so like, yeah, I do end up buying a lot of it, but a lot of it is like we have discounts being employees and stuff, so it helps in that regard. How does everyday working day look by you? So what do you do? I say in the day, is it much drawing? Is it conversation? So when a figure starts, are there different processes you have to do, different steps you have to do till a figure or a design is finished? Yeah. So generally my day is a lot of meetings and a lot of like conversation about like what characters to do. It's a lot of like grabbing reference of the characters and stuff like that. So we're given a lot of reference of these characters. If it's especially like original trilogy, I'll go online and find images of those characters to be able to provide to our sculptors and painters so that we can get those started. So the process kind of starts with a concept. So we get together a concept board to show to Lucasfilm.
So we show that to them, and we suggest like how many points of articulation it should have, what accessories it should have, what the features are of it, and kind of what our intention is for that line. We have that approved or not approved by Lucasfilm, so they will give us feedback on what they like, what they didn't like, and then we kind of move on from there. We start then into sculpting. We have that sculpted. We review that with Lucasfilm. Then we go into painting, and we have our painters down at the model shop paint up a model that we can show to Lucasfilm to get the colors approved, make sure it's accurate to the reference. And a lot of times, like, we have very pristine images of the characters. So they have, like, heavy spotlights on them. They're in, like, a white environment. And sometimes we'll also get reference of them on the movie set because the colors can look very different in that environment versus the movie environment. Yeah, so lighting can change a lot. So sometimes we'll get feedback on that, and then we start production, and we start like getting in models, and pretty much every stage of this, we're going back with Lucasfilm to make sure it's still accurate, make sure that the quality is where we want it to be. So to say, networking is so very, like, as we say it here, we use it as working together with other people is a very important part of your everyday job. Absolutely. I'm one small part of a very large, just network that makes these figures. So, like, we have our marketing partners that market these out, make sure that we're all aligned on how they should be sold and how they function as part of a group in our assortment. We have engineers, we have sculptors, we have painters, we have our counterparts over in China that are manufacturing this and making sure that the quality's up to par. And we also have Lucasfilm on their end coming in and having their feedback and input on how the character should be. So to come to an end with this interview, you are spoiled, so to say. Rancor is one of your four favorite figures, but I would consider it a vehicle, so to say. It's so big. Huge, but what is your favorite figure character you have maybe worked on? What is most pleasure to work on? Do you remember? I'm trying to... The one that I probably enjoyed most, it's another larger character, but is probably the Wampa. So like I designed the Wampa back in 2018 for the 3 3/4 5POA, and that one was probably my favorite one to work on. It was just a lot of fun, and we also I got to work on a Luke Skywalker with that, so it was cool to be able to both work on Luke and then work on the Wampa, and it was another one of the creatures I really liked as a kid. So that one was probably my favorite. And I've worked on a couple like Boba Fett's, the Galaxy Adventure figures. I worked on those, and those are like our new kind of aesthetic. So it's more of a cartoony, stylized figure. And that was a lot of fun to work on because it was our own style that we were able to establish and work on with our sculptors, with Lucasfilm, to make sure. So those were... All of those were pretty fun, too. I'm a huge fan of the original Kenner Star Wars line. Yeah. But I have to admit myself, a Wampa was, in the newer editions, was a big, big step up, so to say. I just remember the old Wampa was was this figure, not my favorite. Do you have any other question? Ob er denn den Falken, den wir ausgepackt haben, den Scarif, ob er den Worf natürlich dann noch interessieren, weil er hat ihm gesagt, mit der Vintage-Line, den wir ausgepackt haben, wie heißt er nochmal? Das fliegende Schiff. Sailing barge. Sail barge. It's for you? From you? So no, that was actually from Mark Boudreau. So he's one of our other designers. He's been working on Star Wars since 1976, I believe. So he's worked on every Star Wars movie ever. He's done every Millennium Falcon we've ever made, and he was a designer on the sail barge. Mm-hmm. So yeah, was there anything in particular about the sail barge you wanted to know about? It's my favorite piece of the Star Wars collection. Kannst du kurz sagen, steht bei mir im Wohnzimmer direkt in der Front. Yeah, it's standing in its living room, directly on the table in the front, so it was very interesting. Und sonst steht nichts Nerdiges im Wohnzimmer. Okay, also, it's his only precious thing it's standing in his living room. So I got it too, and it's like this 4-foot just huge thing. And it's awesome. I love like looking at it, and like Mark, every time that we got in like a sample of that, like Mark would bring it in and we'd see this just monstrosity of it was awesome. It was huge, and it was a lot of work on their end to try to get that out there, and we're really happy that it was successful and that people liked it, because there's a lot of time and effort that was put into that. Like just reviewing that with Lucasfilm there was so much to go through because it was so big. I personally like the color scheme, so to say, of all the Jabba related figures. And it's this
the brown colors, so to say, the pastel, if you call it that. Are you limited to a certain kind of colors when you do special figures or from movies or from lines? Yeah, so we generally have kind of a palette that we stick with. They're like safe colors, so like there are colors that I use kind of across a lot of figures just to create consistency, but we definitely have a palette that we try to stick with. It's definitely a lot of like grays, browns, blacks, stuff like that. So we have a lot of like established colors, but we've worked very closely with Lucasfilm to make sure that we don't go too far off of what has been established. We try to be as accurate to the characters as possible. And that's why it's nice too to have things like Galaxy Adventures and even like Star Wars Resistance, where there's a lot of like, there's a pop of color there, and especially with Galaxy Adventures, we were given a little bit more free rein to make them a little bit more colorful and vibrant. But yeah, whenever we do like original trilogy or show or movie accurate figures, we try to be as accurate to those colors as possible. Okay. We always have to say thank you very, very much. Thank we could you very go much on for and time. On and on. It's a very interesting conversation with you. Thank you very much for the interview. So. Das war's dann schon. Bye. Jetzt können wir noch ein bisschen über die Messe und zeigen euch, was da sonst noch so abgeht. Wow, okay. Thank you very much. Absolutely. Thank you. So mal so zwischendurch eine kleine Impression hier von den Hallen. Es ist zwar ausverkauft, aber dann doch relativ leer, muss ich sagen. Also man hat immer wieder so kleine Zonen, wo man sich so ein bisschen, sag ich mal, erholen kann von dem ganzen Gedränge, was hier sonst so ist. So, ihr seht es schon, wir sind jetzt hier bei den Masters an dem Stand angekommen, bei der Retrofabrik. Habe jetzt auch mal Gesichter zu den Leuten, mit denen ich immer schreibe. Neben mir steht der Frank, sag mal kurz hallo. Ja, hallo. Und ich habe deinen Namen leider vergessen. Mustafa. Der Mustafa. Die beiden, die eine der schönsten Veröffentlichungen dieses Jahres rausgebracht haben, in meinen Augen, würde ich auch sagen, wenn ihr nicht neben mir stehen würdet. Ne? Und ganz kurz, deine erste Master-Begegnung, dass deine Leidenschaft überhaupt erst entfaltet wurde oder entfacht ist? Ja, das waren natürlich die Figuren, ist klar. Also wie jedes Kind damals hatten wir auch die Figuren und das war so die erste Liebe und dann hat man damit gespielt und dann war man in der Welt versunken quasi. Der Klassiker. Genau. War dir auch die Figuren gewesen? Bei mir auch die Figuren und dann ziemlich schnell auch diese Magazine, die es in den Supermärkten, also in den Spielzeugläden gab, wo du halt diese Figuren in super schönen Dioramen aufgebaut hattest und ja, das hat es halt ausgelöst. Und wie kam dieses Projekt zustande? Wie lange habt ihr gebraucht und was war das Allerschwerste an dem ganzen Projekt? Also das Projekt, das habe ich seit 2001 im Kopf. Wow. Da habe ich erste Kontakte zu Mattel gesucht und zu den damaligen Leuten vom Interpart Verlag. Das hat dann aber nicht geklappt, aus verschiedenen Gründen. Das ist halt nicht so einfach, so eine Sache. Ich bin bei Mattel da einfach nicht weitergekommen. Und tatsächlich dann wir beide 2017 haben da losgelegt, haben bei Mattel angefragt und immer mal wieder nachgefragt und ja, da hat es letztendlich geklappt. Das Schwierigste waren dann aber doch die Restaurationen zum Schluss hin. Also das war schon eine Herausforderung. Habt ihr alle Aufgaben selber nochmal gekauft oder hattet ihr sowieso noch eine Sammlung gehabt? Da sind tatsächlich Sachen dabei, die der Frank sogar noch seit 30 Jahren bei sich im Schrank stehen hatte. Stabil. Den Rest mussten wir halt aufkaufen, ganz normal über eBay und Co. Und wie viel Geld habt ihr nur in die Comics investiert, um das dann alles machen zu können? Schätzungsweise ganz grob. Also die Comics, die wir dann gekauft haben, das waren vielleicht 200 Euro. Oh, das ist aber überschaubar. Ich hätte schon fast mehr Geld überreichen müssen. Nee, das geht. Also man kriegt sie halt nicht mehr in einem super Zustand, aber das hat dann funktioniert trotzdem. Da mussten wir ein bisschen mehr dran machen. Also das ist das Beeindruckendste für mich überhaupt. Ich dachte zuerst, ihr hättet digitale Skizzen gehabt oder sowas. Nee. Weil ich dann selber mal nachgedacht habe, nee, wir reden hier von den 80er Jahren, deutscher Verlag. Ja. Interpart gibt es, glaube ich, auch gar nicht, oder gibt es die aktuell noch? Conpart Verlag heißen die mittlerweile, machen aber sowas gar nicht mehr. Magazine machen die jetzt noch mittlerweile. Also sind ja bei Comic-Sammlern total verhasst tatsächlich, wegen schlechter Übersetzung. Aber das fällt ja in dem Fall komplett flach mit der schlechten Übersetzung. Und das ist jetzt immer mein Paradebeispiel. Immer wenn irgendwas gegen den Konto-Verlag gesagt wird, nehme ich jetzt immer das als Paradebeispiel. Musstet ihr was überarbeiten an der Rechtschreibung und sowas? Da waren ein paar Rechtschreibfehler drin. Ja, ganz besonders so Eigennamen, die waren halt falsch geschrieben. Cringer, ne? Cringer, genau.
Ich glaube, einmal waren die Figurennamen vertauscht, also dann war eine andere Figur zu sehen und da stand ein falscher Name drüber. Ich glaube, sogar noch ein Nachwort gelesen. Ja, genau. Ich glaube, da haben wir darauf hingewiesen. Ja, genau. Sowas halt. Ansonsten Rechtschreibfehler, das ging wirklich. Da waren wir selber überrascht. Wir haben damit viel mehr gerechnet. Also, weil teilweise, wenn man so die Spider-Man-Hefte aus der Zeit aus dem Condor Verlag dabei hat, das ist grauenhaft, aber nur zum Teil, nicht immer. Also, das soll kein Hate sein an der Stelle an die Zuschauer. Also, ja, das raus, ich bin total begeistert. Und hier haben wir direkt einen der Größten, das ist mein zweiter Mann hier. Hi, ich bin der Zeli. Hallo. Der sich jetzt einmischen muss, weil er auch so begeistert ist. Also, ich habe mit ihm zusammen, das kann man an der Stelle schon, verrate ich noch nicht, ein Video aufgenommen, was ihr später sehen werdet. Ich sage nicht so viel. Und der war auch direkt so verliebt da drin. Und da müssen wir auch noch von ihm was brauchen. Keine Frage. Also, ich habe die ganzen Sachen noch im Original etc. pp. Ich habe eine Frage zur Koloration, falls sie noch nicht gefallen ist. Also, ist ich habe aufgeschnappt mit dem Namen, dass ihr das so ein bisschen angepasst habt. Okay, wer war dafür verantwortlich, dass die Faust von Fisto nicht rekoloriert wurde? Wie viele Leute haben dabei abgestimmt? Das haben wir tatsächlich gemeinschaftlich entschieden, weil du siehst ja halt auf den Zeichnungen, dass es eine normale Hand ist. Und deswegen haben wir das nicht grau koloriert. Den Fehler wollten wir einfach drin lassen. Also es war tatsächlich eine hitzige Diskussion hin und her. Wir wollten es haben, wir wollten es machen, aber es wäre einfach so ein richtiger Eingriff gewesen. Also das war halt so damals nicht drin. War irgendwie so der Charme noch, der dann da so verloren gegangen wäre. Wie schwierig war das denn mit den Farben? Also die, wo habt ihr gesagt, das ist zu modern? Also ich meine, wir sind da eins, dass das sehr gut, das Endergebnis sehr, sehr gut ist. Von der Helligkeit gab es da auch Diskussionen, dunkler, heller. Wie lange hat sowas gedauert? Ja, also da haben wir natürlich auch sehr, sehr lange dran gearbeitet. Wir haben da verschiedene Sachen ausprobiert und sind dann natürlich zum Schluss gekommen, dass wir die Klassikfarben nehmen von den Figuren und da auch nur dann die Sachen anpassen, die wirklich völlig falsch waren. Ja? Also wo mal Prinz Adam grün war oder. Was man auch dazu sagen muss, der Künstler, der das gemacht hat, der Carsten Klinsch, der hat das vorher noch nie gemacht, so in dem Umfang. Und er musste sich da erstmal komplett reinarbeiten. Das hat natürlich auch ein bisschen gedauert, bis er da fit war. Und ja, letztendlich hat er es dann hingekriegt. Und er hat da schon ein bisschen Wert drauf gelegt, dass es nicht zu sehr abweicht von den Originalfassungen. Wenn ich euch beide auch nochmal fragen darf. Ich weiß nicht, inwieweit ihr die modernen Masters-Auflagen mitverfolgt. Jetzt ist ja He-Man and the Masters of the Multiverse beispielsweise rausgekommen. Ist ja gerade raus, ja. Für mich persönlich. Im Abo? Ja, ich hole sie mir halt tatsächlich im Comicshop, klar. Für mich persönlich. Wir sind selbst noch nicht tatsächlich. Für mich persönlich reichen die tatsächlich noch nicht an diese Oldschool-Werke heran, weil die hatten sowas Brachiales, so Oldschool-Marvel-mäßig. Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr. Also, wie steht ihr zu den neueren Sachen? Gefallen die euch genauso gut oder wo sind eure Favorites? Ja, natürlich haben die alten Sachen einen ganz anderen Wert für uns. Da hängt natürlich auch noch so ein bisschen die Erinnerung dran, dass man das was man von damals hatte. Aber generell finde ich das nicht schlecht, wie das jetzt momentan so aufgemacht wird. Es hat sich halt weiterentwickelt und wie gesagt, ich habe es halt noch nicht gelesen, aber ich höre auch leider viel Schlechtes darüber. Es ist halt leider nicht so eine stringente Geschichte, wie ich finde. Hier hast du so eine Erzählung oder eine geschlossene Kurzgeschichte und da hast du mehr so dieses Show to go, ne? Ah, ich muss ja sagen, ich mache den Schritt zurück. Also habt ihr Injustice vs. He-Man gelesen gehabt? Ich habe es noch nicht gelesen, Alter. Ich fand es total schlecht, ich bringe mich nicht raus. So gut, so gut. Injustice super. Ich auch. Und genau. Das Crossover hat es perfekt getroffen. Die haben den Charme der 80er wieder reingebracht, haben auch wieder die klassischen Kostüme, plus das Injustice-Ding, also lese es. Also unbedingt lesen, wow. Ja, also die DC-Comics, ich kann durchaus verstehen, warum manche alte Fans diese Hefte nicht mögen, weil das ist halt die Story, da muss man erstmal reinkommen, die ist sehr verworren und es ist halt anders, es ist brutaler als früher, da ist halt sehr viel Gewalt drin und kann nicht verstehen, warum manche das nicht mögen. Aber ich hatte meinen Spaß damit, muss ich ehrlich sagen. Also ja, ich denke mal, die Leidenschaft, wenn die da ist, dann ist es schon fast egal, was erzählt wird, solange es gut gezeichnet ist. Halt und das ist cool. Das ist bin ich ganz bei euch. Bei mir war ja so, dass das jetzt die erste Begegnung mit dem klassischen Material für mich war. Ja. Ich hatte nur die Actionfiguren, die neuen Comics und das hat mich so überzeugt. Aber ich bin eh hin und weg, ich bin die ganze Zeit am Erzählen und auch. Ihr kriegt das mit. Fanboy-Herz ist so schnell am Schlagen. Danke für diese Veröffentlichung an euch beide. Seid ihr das komplette Team? Das ist tatsächlich so. Ja. Chapeau. Also wir stecken hinter der Retrofabrik und halt der Künstler, der jetzt da noch mit dran gearbeitet hat, der gehört jetzt so. Also der hat halt, das war eine Auftragsarbeit. Das ist wirklich krass. Ja. Also wie lang? 2017, aber wie viele Arbeitsstunden
haben wir nicht gezählt. Können wir gar nicht sagen, wirklich nicht. Kann man nicht sagen. Wir haben uns die Nächte um die Ohren geschlagen. Also wir hatten auch so einen Punkt, wo wir komplett nochmal von vorne anfangen mussten. Und da haben wir echt tagelang, ach wochenlang eigentlich, bis in die Nacht saßen wir da mit dem Grafiker zusammen über Skype und haben das dann gemanagt. Das war schon... Neben dem normalen Beruf, viel, ne? Ja, ja, das ist so. Da steckt sehr viel Schweiß, Blut und Tränen drin. Und wie ist das jetzt mit der Platzierung in Comicshops und im Buchhandel? Habt ihr das auch schon alles so geregelt oder ist das relativ schwer? Ja, also wir werden das demnächst auch über Händler anbieten in Comicshops. Und momentan, wie gesagt, haben wir es nur über unsere eigene Webseite. Da ist es jetzt ausverkauft, weil die erste Auflage halt weg ist. Ist aber, der Nachdruck ist unterwegs und wird auch bald wieder verfügbar sein. Wir haben halt das bisschen noch, was hier jetzt da ist auf der Comic-Con, noch zurückgehalten, damit wir hier was haben für die Leute. Und auch so gängige Seiten halt auch, ne? Comic-Shops, Amazon, eBay. Und wie ist die Nachfrage hier auf der Comic-Con? Habt ihr schon ordentlich verkauft heute, oder? Wir haben schon ganz gut verkauft, ja, so. Wir haben nicht mehr viel. Habt ihr denn morgen noch was? Oder sollte man heute am Samstag vorbeikommen? Wahrscheinlich sogar das, ja. Ich glaube, ja. Also es wird kritisch. Was freut mich voll für euch, ja, ne? Dankeschön. Ich finde das so toll, neuer Verlag, dann noch so eine tolle Arbeit, dann läuft das auch noch so. Das war's dann noch tatsächlich. Danke, dass ihr euch die Zeit für mich genommen habt. Ich wünsche euch viel Erfolg und ich warte auf der Sehnsucht auf das nächste Projekt von euch, ehrlich jetzt. Also wenn das nur annähernd so gut ist und nur halb so gut, dann bin ich schon wieder Fan. Ja, super. Das war's meinerseits. Guckt bei den Leuten vorbei, bei der Retro-Fabrik. Ihr habt eine Facebook-Seite, aber keine Instagram-Seite, ne? Das kommt jetzt. Mit dem Nachdruck schauen wir auch bei Instagram. Also beim Nachdruck, der Instagram-Kanal besteht schon, aber ihr habt noch nichts gepostet. Könnt ihr trotzdem schon mal vorbeigucken und der Rest von euch auf Facebook. Das war's von mir, von uns. Haut da rein! Out.